Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Aufgebraucht-Video mit einer Special-Version. Ich zeige euch heute nur High-End-Marken und High-End-Produkte aus dem teureren Bereich, welche ich aufgebraucht habe, und ich erzähle euch meine Erfahrungen dazu. Alle Produkte sind selber gekauft. Alle Produkte findet ihr, glaube ich, bei Douglas. Ich werde euch die Sachen in der Infobox verlinken. Falls ihr sie kauft, kauft sie sehr gern über die Links in der Infobox, weil da ist, wenn so ein Sternchen davor ist, dann ist das, kriege ich eine kleine Provision, wenn ihr das kauft, weil es gibt solche Affiliate-Programme, und wenn du dann die Links dahin packst, da kriegst du was dafür. Hammer cool, falls euch was interessiert davon. Dieses Video ist aber nicht gesponsert, keine Kooperation, nicht irgendwas, sondern das ist alles selber gekauft, und da sind sehr heftige Sachen dabei, aber auch ein paar Sachen, wo ich sagte, oh, so viel Geld, ich weiß ja nicht. Was ich euch empfehlen kann und was nicht, seht ihr auf jeden Fall nach dem Intro, und ich blende euch alles hier ein. Wenn euch was interessiert, könnt ihr es euch screenshotten, alles ist verlinkt, alles ist cool, und auf geht's. Wir beginnen mit dem für mich, ich glaube, heftigsten Parfum auf der Welt für Männer. Ich hatte eine kleine Probe davon mal in einem Douglas Adventskalender, den ich mir gekauft habe. Ich habe das meinem Mann gekauft. Nee, Digga, so war das gar nicht. Was laber ich? Das war ein anderes Parfum. Nein, ich war in einem Zug unterwegs und bin auf Toilette gegangen, und da war ein Mann und der roch so heftig gut. Ich habe das noch nie gerochen. Ich so, Bruder, ich bin dreimal hin und her gegangen. Ich bin dreimal auf Klo gegangen, um an dem Parfum zu riechen. So heftig war das. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hingegangen. Ich sag, ey, ich sag, welches Parfum benutzt du? Ich muss das meinem Mann kaufen. Das riecht unnormal heftig. Und dann hat er mir das erzählt. Und zwar ist es von Gisada dieses Parfum. Das riecht so gut. Das heißt Uomo. So, ihr seht es ja in der Infobox verlinkt und hier eingeblendet und so. Das ist so für mich so, Bruder, das ist, oh, das ist so ein Parfum. Der Mann hat das drauf, boom, verhaftet. Das ist eine Ansage. Also das, wenn ich Mann wäre, würde ich nur noch dieses Parfum tragen. Das ist schon höher vom Preis. Du brauchst auch nicht so viel, aber glaubt mir, das ist es wert. Wenn ihr die Chance habt, in einem Douglas zu riechen, riecht dran, und wenn nicht, holt euch das und holt euch über den Link wegen meinem Provisionskram, ne? Ey, das ist, ich habe noch nie sowas gerochen. Es ist nicht zu schwer, nicht zu orientalisch, nicht zu süß, nicht zu frisch, nicht zu sexy, sondern das ist einfach, wenn ich mir so einen Mann vorstelle, der an Frauen vorbeiläuft und alle fallen in Ohnmacht, dann trägt er dieses Parfum. Ich habe das meinem Mann dann nachgekauft und seitdem benutzt er das. Seit vielen Jahren ist das eins seiner Favoriten-Parfums. Ich frage mich jetzt, welches das aus dem Adventskalender war. Ich glaube, das war MCM. Das war dann eins, das ich mir geholt habe. Auf jeden Fall ist das für mich eins der tollsten, heftigsten, krassesten Männerparfums. Also falls ihr noch ein gutes Geschenk oder so sucht, checkt es sehr gerne ab. Ich weiß, dass Douglas da auch manchmal Aktionen hat. Also du hast 50 Milliliter und 100, und 100 ist sehr viel günstiger, als wenn du 2x50 holen würdest. Also guckt einfach mal. Vielleicht holt ihr euch das, vielleicht nicht. Vielleicht checkt ihr es ab. Aber auch wenn Männer zugucken, absolutes Must-Have-Parfum. Dann habe ich hier ein Serum von It Cosmetics Bye Bye Lines. Concentrated Derma Serum mit Hyaluron, Peptide, Vitamin B5. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Serum, weil ich habe wirklich das Gefühl, wenn du es aufträgst und ein bisschen wartest, dass es dein ganzes Gesicht so ein bisschen minimal strafft und dabei aber nicht spannend. Also, dass es eine schöne Feuchtigkeitspflege ist, weil manchmal nimmst du Sachen, ja, deine Linie verschwinden ein bisschen, du siehst gelifteter aus, bla. Aber es spannt alles und fühlt sich nicht gut an. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein sehr, sehr schönes Serum, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr etwas sucht, so für feine Linien, damit das so ein bisschen alles gelifteter wird, ein bisschen besser weg ist. Klar, es zaubert nicht alles weg, aber so, mancher machen 5 oder 10% Unterschied schon etwas aus. Das habe ich mir geholt, weil mir das eine Followerin empfohlen hat, und das war definitiv kein Fehlkauf, deswegen das kann ich euch auch sehr empfehlen. Wundert euch nicht, dass ich vielleicht ein bisschen komisch aussehe. Ich teste heute einen Make-up und von morgens bis abends habe ich das drauf und zeige halt abends das Ergebnis. Das heißt, wenn ich heute irgendwann Panda-Augen bis hier habe, laufe ich so rum, weil ich korrigiere es nicht, weil ich möchte ja, dass das Ergebnis nicht verfälscht ist. Deswegen, ich sehe ein bisschen komisch aus. Das liegt halt an diesem Test. Dann habe ich hier, habe ich euch schon 1000 Mal gezeigt, aber ihr sagt halt, ich soll euch Sachen zeigen, wenn sie leer sind, auch wenn ich sie öfter benutze, weil es gibt halt auch Follower, die es nicht kennen. Die Sol de Janeiro Boom Boom Cream, das ist für mich eine der besten Body Lotions, die ich je getestet habe. Ich habe die einmal nachgekauft bei Shirin David, seitdem kaufe ich sie immer wieder. Und irgendwann bin ich sogar bei Sol de Janeiro auf der PR-Liste gelandet. Hammer cool, aber diese beiden Sachen sind trotzdem selber gekauft, seht ihr auch im anderen, da steht Sale drauf. Krasse Body Lotion, zieht sehr schnell ein, macht babyweiche Haut, du riechst wie eine sexy Göttin. Ich habe für meinen eigenen Online-Shop so viele Produkte gesucht, die in diese Richtung gehen, kannst du knicken. Heftig. Also ich kenne keine Bodylotion, die so geil riecht für mein Empfinden. Manche mögen den Duft nicht, aber die meisten, die ich kenne, mögen ihn. Die so eine weiche Haut macht, die so gut einzieht. Also ist für mich auch ein absoluter Favorit. Dann
habe ich hier von Lancôme das Bifacial Augen Make-up Entferner Ding. So, das ist jetzt nur so eine kleine Probe. Ich habe mir das auch immer wieder in groß nachgekauft. Das ist für mich der beste Make-up Entferner, den ich kenne. Also ich mache das oft so. Manchmal habe ich ja wirklich 50, 60 Kilo Make-up drauf. Ich nehme das erstmal mit einem Wattepad, mache alles weg. Da nehme ich nochmal ein Oil Balm, also ein Balm zum Reinigen und dann nochmal ein Waschschaum oder irgendwas, damit ich wirklich alles absolut entfernen kann. Das ist das beste Abschminkprodukt mit Abstand, das ich kenne. Also wirklich, ich habe mir das vor 4 Jahren oder so mal nachgekauft und habe es euch irgendwann mal gezeigt. Und jetzt habe ich halt so diese Probe, ich glaube, die ist aus dem Adventskalender, die ich gekauft habe. Hammerheftiges Produkt. Und das Ding ist, es ist ja so, ich schreibe jetzt einfach mal Werbung rein, weil ist ja Werbung für meinen eigenen Online-Shop. Digga, ich muss auch ab und zu Werbung für meinen Shop machen, weil ich gebe auch so viel Geld aus, Digga, damit ich auch ein bisschen so da was verdiene, ne? Es ist oft so bei Firmen, die haben ein Produkt, also diese Flüssigkeit von diesem Augen-Make-up-Entferner und 10 verschiedene Marken bringen das raus. So, und das eine kostet 50, das andere kostet 30, das andere kostet 100, aber das ist dasselbe. So, und ich suche nach solchen Produkten für mich mit meinem Namen. So, ne? Manche gucke ich, dass ich sie selber herstellen lassen kann. Das sind aber oft Sachen im 5-stelligen Bereich, wo ich sage, okay, ist eine krasse Sache, aber ich teste ja so viel, dass ich weiß, welche Produkte wie ballern. Und wenn ich dann, zum Beispiel, wenn ich hier von den Hersteller finden würde, würde ich sofort mit meinem Namen rausbringen, aber günstiger. So, weil das ist so ein Produkt, da würde ich sofort zu 100% mit meinem Namen hinterstehen. Egal welches Make-up ich hatte, Glitzer, dies, das, schwer zu entfernen, alles. Kein Problem damit, du kannst dich tot reiben, du reizt nichts. Also ich habe alles mögliche an Härtetests probiert beim Abschminken hiermit und es hat alles ausgehalten. Es ist preisintensiver, also lang. Ist ja schon ein bisschen preisintensiver, deswegen habe ich vor 4 Jahren auch gezögert, es zu holen, aber ich habe es nicht bereut und kann euch das definitiv empfehlen. Es ist zwar nur ein Augen-Make-up-Entferner, also Instant Cleanser Sensitive Eyes, aber ich benutze es für alles und ist einfach ein richtig krasses Produkt. Dann habe ich hier von Shiseido die Overnight Firming Treatment Creme für die Nacht. Das ist eher so ein kleines Ding. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. War so ein bisschen vom Gefühl auf der Haut für mich fettig, ohne aber, dass es sich lohnt, dass es fettig ist, dass es in der Tiefe wirkt oder so. Ist jetzt kein Produkt, was ich mir nochmal größer holen würde oder nochmal testen würde, weil es hat für mich für den Preis einfach nicht einen nennenswerten Effekt gehabt, der es unbedingt rechtfertigt. Digga, für mich... Achso! Hä? Voll die schlechte Werbung für meinen Shop. Was laber ich? Auf jeden Fall in meinem Shop www.elanhelo.de verlinke ich euch ja nochmal in der Infobox. Findet ihr immer wieder coole Produkte, wo ich auch nach Herstellern suche, die Bombe sind. Ihr findet aber auch selbstdesignte Produkte, eigene To-Do-Liste. Ihr findet hier mein Lash-Lamp-Serum für Augenbrauen und Wimpern, Nagelöl, Deko, alles Mögliche, weil ich bin ja auch alles Mögliche mit meinen Themen. Und da kommen auch immer wieder Sachen rein. Zum Beispiel das nächste, was reinkommt, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, ist zum Beispiel dieses Make-up-Eye. Das ist genauso gut wie das Beste, das ich kenne. Aber um einiges günstiger. So, und ich gucke jetzt auch mit Wimpern, mit allem, mit Nägeln. Also ein ganz großer Film. Checkt es gerne ab. So, und da könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Dann seht ihr, wenn Neues da ist. Ist eine geile Geschichte. elanhelo.de verlinke ich euch. So, jetzt habe ich meine Werbung vernünftig beendet. Für mich wenigstens. Richtig schlecht. Wer einmal Werbung machen, für mich verkackvoll. Zurück zu dem Produkt. Für mich war es den Preis nicht unbedingt wert, weil es hat jetzt nichts Nennenswertes gemacht. Für den Preis würde ich mir deswegen nicht nochmal holen. Dann habe ich eine sehr spannende Creme gehabt. Die habe ich in einem Adventskalender gehabt. Die habe ich jetzt nicht selber gekauft. Also ich habe den Kalender gekauft und da war es halt drinne. Die war sehr, sehr teuer und zwar von Augustinus Bada, The Rich Cream. Ich hatte sie sogar in mehreren Adventskalendern, weil ich habe ja knapp 200 Stück getestet und da war sie ein paar Mal drinne. Es gibt ja so Firmen, die packen ihre Sachen in Kalender rein, so okay, also in viele, keine Ahnung, ob es als Werbung ist, ob sie sich so gut loswerden, ob, ich weiß es nicht, es erhöht ja auch den Warenwert von so einem Kalender. Für mich war das eine sehr krasse Creme, The Rich Cream, also es war wirklich, das war eine Creme, die sehr reichhaltig ist und das spürst du auch beim Auftragen, aber sie ist nicht so Nivea, fettig, komisch auf der Haut, sondern die zieht irgendwann ein und du merkst einfach, okay, ich habe eine richtig krasse, sehr reichhaltige Creme benutzt. Also wenn jetzt jemand von euch zuguckt, der echt gut Money hat, der wirklich Bock hat auf eine Creme, die sehr reichhaltig ist und das hält, was sie verspricht, dann würde ich zu dieser Creme raten. Vielleicht, ich teste ja dieses Jahr auch wieder viele Adventskalender, ist ja auch irgendwo drin, weil ich habe alle, die ich hatte, in meine Verlosungskiste für euch getan, außer eine, die ich behalten habe, weil ich das Produkt nicht kannte, um es halt für euch zu testen. Vielleicht gewinnt ihr es auch mal bei meinen Gewinnspielen, kein Plan. Die mache ich ja auf allen Kanälen. Aber es ist schon sehr preisintensiv, aber ich habe ja auch schon einige sehr preisintensive Sachen getestet und sie hält, was sie verspricht und ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. Wenn du eine Haut brauchst, die viel braucht, dann ist das ein Produkt, so Digga, da kannst du zugreifen. Wenn ihr Erfahrung habt mit den Produkten, die ich euch zeige, schreibt mir das bitte auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann habe ich hier 2 Produkte von Revital Lash. Einmal Eyelash Conditioner für die Wimpern, Wimpernserum und einmal für die Augenbrauen. Die unterscheiden sich so ein bisschen, zum Beispiel bei den Augenbrauen hast du so ein Applikator,
Applikator, das mag ich sehr gerne. Und bei den Wimpern hast du so einen Applikator. Ich zum Beispiel habe jetzt bei meinem Serum, ich schreibe jetzt einfach sicherheitshalber trotzdem Werbung hin, weil es ja für meinen Shop ist, habe halt nur so einen Applikator. Digga, ich bin auch ein sehr kleines Unternehmen, was halt anfängt mit sowas, ne? Aber mein Serum ist zum Beispiel für Augenbrauen und Wimpern. Hier hast du halt zwei Seren, die haben jeweils 3 Milliliter, meins hat 6 Milliliter und ist schon preisintensiver und das eine ist halt für Augenbrauen, das andere ist für Wimpern. Da muss man halt gucken, möchte ich für jedes Ding ein Serum, will ich vielleicht nur ein Serum, was für beides geht, muss man halt schauen. Hier zahlst du halt für die Menge von, okay, das Wimpernserum hat sogar nur 2 Milliliter. Du zahlst hier für die Menge echt einen krassen Preis. Ich muss auch sagen, dass beide Produkte wirken. Also ich habe beide Produkte vor langer Zeit getestet, weil ich habe viele große, heftige, bekannte, beliebte Wimpern- und Augenbrauenserien getestet. Dann habe ich lange pausiert und dann, ich wollte es halt mit meinem eigenen Serum vergleichen, damit ich ein krasses rausbringen kann. Und ich muss sagen, ich finde meins vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser. Ich weiß nicht, kann man ja so sagen. Alleine wegen der Milliliteranzahl und so. Was ich hier besser finde, ist auf jeden Fall, dass du bei diesem Augenbrauen-Ding so einen Applikator hast. Das finde ich auf jeden Fall cooler. Aber ich kann diese beiden Sachen trotzdem empfehlen, weil sie funktioniert haben. Beide Sachen haben mir bei den Augenbrauen geholfen. Meine Wimpern sind länger geworden. Es hat nicht gebrannt. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Mal bei sowas, klar, kannst du trotzdem mal eine Unverträglichkeit haben. Wenn ihr also ein hochwertiges Serum nur für die Wimpern oder nur für die Augenbrauen sucht oder mit so einem bestimmten Applikator und euch jetzt das Mengenverhältnis vielleicht nicht stört, die werden ja ihre Gründe haben für die Preiskalkulation, könnt ihr das auf jeden Fall abchecken und ansonsten verlinke ich euch meins auch in der Infobox. So, aber Revital Lash wirkt, also das sind Produkte, die haben beide geklappt, würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Aber brauche ich jetzt ja nicht mehr. Dann habe ich hier, habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, von Starskin diese Under-Eye-Pads. Das sind für mich die besten Under-Eye-Produkte, die ich kenne. Ich suche auch schon seit bestimmt 3 Jahren nach ähnlichen für mich selber für den Shop, aber habe es nicht gefunden. Die haben so eine ganz spezielle, also ich habe sie ja schon ausgepackt, aber die sind nicht so gelartig und auch nicht so tuchmaskenmäßig von der Art, sondern das ist, ich kann es euch nicht erklären, wie so ein Papier mit Serum drauf. Ich weiß es nicht. Müsstet ihr online mal gucken. Das sind die besten, die ich kenne. Die benutze ich immer bei wichtigen Sachen. Hochzeit, Fernsehen, Events oder sowas. Das sind Top-Produkte. Die bleiben da, wo sie sein sollen. Sie pflegen. Ich habe sie immer im Kühlschrank. Da habe ich immer bei Tuchmasken und Under-Eye-Masken. Und die lohnen sich vom Preis. Und da merkst du auch einen sehr starken Unterschied zu Under-Eye-Pads aus der Drogerie. Also das sind meine allerliebsten Nummer 1 Under-Eye-Pads für Augenschwellungen, für Öl. Wenn ich eine lange Nacht hinter mir habe und so, ist das ein Must-Have, zu dem ich immer greife. Dann habe ich hier von Dr. Susanne von Schmiedeberg auch Hyaluron Gel Pads Power Lift Effect. Ich muss sagen, die fand ich auch ganz cool für den Preis. Das ist halt nochmal mit so einem Hyaluron Ding. Aber ich hatte auch hier das Gefühl, dass es so ein bisschen Feuchtigkeit spendet, dass es so ein bisschen liftet und dass sie ihren Job so machen, wie sie es machen sollen. Deswegen kann ich die auch empfehlen. Wenn ich aber die Wahl hätte zwischen den hier würde ich definitiv von Starskin nehmen, weil die haben für mich halt einfach das beste Ergebnis. Dann habe ich hier von Kerastase eine Haarkur probiert. Mask Existenziono Cream. Dieser hier, Maske halt. So, Kerastase hat immer so einen Namen, damit komme ich gar nicht klar. Ist für mich eine sehr, sehr schöne Haarkur gewesen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt es für mich. Ich gucke jetzt, ob nochmal irgendwas Spannendes dabei steht, aber irgendwie nicht. Wenn ihr etwas sucht, was wirklich euren Haaren das gibt, was es verspricht, dann ist diese Haarpflege definitiv richtig. Ich habe von Kerastase auch schon Produkte probiert, wo ich dachte, okay, die fand ich jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so heftig. Aber wenn ihr bereit seid, ein bisschen mehr Geld für eine Haarkur auszugeben. Scheiß mal auf Shampoo. Ich finde Haarkur und Conditioner am wichtigsten. Shampoo reinigt einfach nur. Außer du hast sehr ölige Haare, dann kannst du auch mal ein bisschen mehr helfen. Aber ich habe ja trockene, die jetzt mittlerweile wieder ein bisschen im Arsch sind. Waren sie ewig nicht. Dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Haarkur, die ich euch empfehlen kann. Und schreibt mir sehr gern in die Kommentare, ob ihr Erfahrung habt mit den Produkten, die ich euch hier zeige, weil ich lese immer eure Kommentare und ist auch interessant für die anderen Follower. Und dann habe ich hier ein Body Cream Ding. Das war so arschteuer. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe. Aber irgend so einer krassen Tussi, wo ich dachte, oh, die ist so krass, wenn die auf Klo geht, kommt bestimmt Gold raus, deswegen kaufe ich die Bodylotion nach, die sie zeigt, obwohl sie arschteuer ist. Von Laura Mercier, Body and Bath, Ambre, Vanille, Soufflé, verpiss dich, Fliege, Bodycream. Heftige Bodycream macht eine sehr weiche Haut, hat einen sehr süßen, nicht künstlich süß, sondern sehr süßen, femininen Duft. Wenn du bereit bist, sehr viel Geld für eine Bodycream auszugeben, wonach wahrscheinlich nicht viele riechen werden, weil es halt echt krass teuer ist, dann ist das ein sehr schönes Produkt. Ich weiß nicht, ob ich es mir wieder kaufen würde, weil, Bruder, okay, ich will weich sein und krass riechen, aber ich muss mir jetzt auch nicht irgendwie Euros auf die Haut schmieren. Kann ich aber definitiv empfehlen, hat mich nicht enttäuscht, war für mich ein sehr schönes Produkt.
So, dann haben wir hier als vorletztes Produkt von Sol de Janeiro mit diesem Göttinnenduft das Shower Cream Gel. Das habe ich im Sale gekauft. Ist genauso der sexy Göttinnenduft. Ist für mich ein schönes Duschgel, was halt auch lange danach riecht. Lässt sich schön verteilen, riecht gut. Du brauchst nicht super viel. Riecht auch nach dem Duschen sehr gut. Also wenn du Bock hast auch auf hochwertige Duschprodukte, die ballern beim Duft, ist das hier definitiv richtig für dich. Ich bin halt so, ich dusche mit einem Duschgel. Danach nehme ich eine Bodylotion, danach nehme ich ein Bodyspray, danach nehme ich Parfum. Für mich ist es nicht so wichtig, dass mein Duschgel krass ballert, weil ich halt so viele Sachen mache, weil ich eine Beauty-Tussi bin. Aber es gibt Leute, die duschen nur und das war's. Und für die ist das vielleicht interessant, wenn sie halt bereit sind, auch ein bisschen mehr auszugeben. Deswegen kann ich empfehlen, kaufe ich mir immer wieder nach. Benutze ich jetzt aber eher zu besonderen Anlässen halt, ne? Weil ich ja auch so viel Kram für meine Videos teste. Und als letztes haben wir hier von Estee Lauder Perfectly Clean Cream Cleanser Moisturizer Mask. Ist für trockene Haut, ist ein sehr schöner Cleanser, passt zu allen Skin Types, also Hauttypen, stimmt. Ist auf jeden Fall eine sehr sanfte Reinigung und du merkst beim Reinigen auf jeden Fall, dass sie Feuchtigkeit spendet. Wenn du also High-End-Pflege suchst für trockene Haut mit einem leichten Cleanser, ist das ein sehr schönes Produkt. Man kann es aber auch als Feuchtigkeitspflege benutzen, also als Maske, lässt ein paar Minuten drauf, wäscht ab. Hat mir gut gefallen. Ich bin halt so ein Typ, bei mir kommt es immer drauf an, was ich bei meiner Pflegeroutine mache. Ich benutze halt immer verschiedene Abschminkschritte und deswegen ist es für mich nicht so wichtig, dass der Cleanser noch Feuchtigkeit spendet, weil ich arbeite danach mit Toner und mit Serum und bla bla bla. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wenn du zum Beispiel nur einen Cleanser benutzt, ist das ein sehr schönes Produkt. Multiaktive Reinigungscreme, Feuchtigkeitsmaske, ideal für trockene Haut. Kann ich so unterschreiben. Es ist auf jeden Fall eine sehr milde Reinigung, die einfach nochmal pflegt währenddessen, wo du spürst, das ist eine schöne Formulierung, gefällt mir. Kann ich empfehlen. Oh, ich spüre, dass mein Magen grummelt, weil ich Hunger habe. Nee, ja, doch, weil ich Hunger habe. Aber wisst ihr, warum noch? Wisst ihr, mit was für einer Scheiße ich mich rumschlagen muss? Vor diesem Video habe ich das erfahren. Und guck mal, wie gut ich das verbergen konnte. Innerlich der Teufel in mir blüht. Ich habe ja euch mein Lashlamp gezeigt. Und ich habe gerade, hat mir eine Followerin das geschickt. Ich verstecke mal ihren Namen. Da ist so eine Betrügerfirma, die mein Video... Meine Follower schicken mir ja vorher, nachher Fotos von meinem Lashlamp-Serum. Und ich habe auch welche gezeigt. Und du siehst von meinen Followern teilweise den Namen. Bruder, schreib den, frag die. Ich verarsche dich nicht mit den Ergebnissen. Wofür auch dumm. Und diese Firma hat mein Video benutzt und verkauft so ein Serum von denen. Die Internetseite sieht sehr unprofessionell aus. Und tut so, als würde ich dafür werben, also richtiger Betrug. Nach diesem Video muss ich schnell was essen und danach muss ich mich darum kümmern, eine Anzeige zu machen. Komm, mit so einem Scheiß muss ich mich rumschlagen und deswegen grummelt mein Magen, aber auch, weil ich Hunger habe. So, aber Kopie, was schrieb eine Followerin? Kopie ist eine gute Anerkennung oder irgendwie sowas, ist ja ein Kompliment. Trotzdem frech, Digga, glaubst du, ich hab Bock jetzt irgendwie eine Anzeige zu machen? Bruder, ich hab zu tun. Zum Beispiel jetzt gleich auch noch Hochformat-Videos ein bisschen zu den Sachen hier drehen und so. Naja, das ist alles was anderes. Wenn ihr Erfahrung habt mit den Produkten, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare und... Ansonsten ist alles in der Infobox verlinkt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr auch krasse High-End-Empfehlungen für mich habt, ich teste ja alles in jedem Bereich für euch, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Perfekt wäre sogar mit Link. Super wäre, warum empfehlt ihr das? Weil manchmal schreiben Leute, ja, ich empfehle das und das von Gucci. Ja, Digga, aber bevor ich einen Hund hier ausgebe, würde ich gerne wissen, warum du es empfiehlst, ne? Folgt mir gerne für mehr Videos von mir. Ich finde, manchmal lohnt sich das und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und in diesem Sinne, ich sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.